Gruß hier, BB2K Airsoft Channel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber meistens ist es so bei mir, ich gehe nach draußen, weil ich mir denke, mach mal heute draußen das Review, ist so ein schönes Wetter. Aber meist ist es dann auch so, dass sich auch der Nachbar denkt, Mensch, ist das nicht ein schönes Wetter? Perfekt, um den Benzinrasenmäher anzuwerfen und somit mein Review zu crashen. So auch jetzt, ich habe alles aufgebaut, ja, wollte gerade anfangen, zieht hier der Nachbar hier den Starter von seinem Motorrasenmäher und macht hier ordentlich Krach. Ich lasse mich davon jetzt aber nicht irgendwie beeinträchtigen. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Review. Ja, fangen wir einfach mal an. Heute geht es um dieses Schmuckstück hier. Die M18A1 Anti-Personenmine. Das Intro ist durch, ich bin da und das Einzige, was sich jetzt geändert hat, es ist ruhig. Kein Rasenmäher mehr, aber keine Sorge, die Mine ist hier nicht ausgelöst. Der Nachbar hat von alleine aufgehört. Ob es jetzt dauerhaft ist und das ganze Review aushält, das werden wir ja mal sehen. Ich bin gespannt. Ja, heute wie gesagt geht es hier um dieses Gadget, die M18A1. Airsoft oder beziehungsweise Wassergel-Version hier von dieser Anti-Personen-Mine zur Verfügung gestellt von der Firma Tactical X-Men. Logo blende ich euch hier unten ein. Die Mine gibt es in zwei Varianten zu kaufen dort. Einmal in der Infrarot-Variante, das ist die, die ich hier habe. Die hat hier zwei Infrarot-Sensoren drin, die dann halt ja, auslöst, wenn was in die Reichweite kommt. Soll so bis zu 10 Meter soll das Ganze die Bewegung erkennen und dann auslösen, werde ich alles testen. Dann gibt es diese Variante noch auch mal mit dem Klicker. Also eigentlich so, wie es hier auch auf dem Karton ist, mit so einem Fernauslöser zum Drücken. Da ist auch ein Infrarotsensor dabei, aber nur einer und hier sind zwei. Die Preise, ja, das hier, die Infrarotversion kostet so um die 50 Euro. Mit dem Auslöser kostet das Ganze 60 Euro. Lieferzeit bei Tactical X-Men, wisst ihr ja Bescheid, immer so 4 bis 5 Wochen. Ihr habt keinen Zoll zu bezahlen. Und das Ganze ist auch ohne Liefergebühren. Wenn ihr meinen 8%-Code verwendet, könnt ihr natürlich auch noch mal ein bisschen sparen. So, haben wir das erledigt. Gucken wir uns mal den Lieferumfang an von dieser Mine. Ja, die ist natürlich mit dabei in den Karton. Wäre auch scheiße, wenn das nicht so wäre. Geliefert wird das Ganze in diesem Karton. Hier ist auch die Variante abgebildet mit dem Fernzünder. So sieht es auf der anderen Seite aus. Zum Lieferumfang gehört eine bebilderte Anleitung. Da steht eigentlich nichts viel drauf. Die Bilder sagen da mehr als Worte, kommt man eigentlich sofort mit klar. Dann gibt es dazu einen 700 mAh Akku 4,8 Volt. Der kommt in die Mine selber rein. Dazu passend gibt es auch noch ein USB-Netzteil zum Aufladen. Wenn der Akku komplett leer ist, müsst ihr so mit 2 bis 3 Stunden rechnen, bis der voll ist. Hier ist auch so eine kleine LED mit integriert. Wenn das Ganze nicht mehr rot leuchtet, ist der Akku aufgeladen. Dann gibt es dazu noch einen Schraubenzieher, einen Kreuzschraubenzieher, den benötigt ihr, um den Akku zu installieren. Und hier nochmal so einen Sicherungsstift als Ersatz, falls der Sicherungsstift euch bei der Mine mal verloren geht. Und zum Schluss, oder fast zum Schluss, gibt es hier noch einen Beutel von diesen Wassergelkugeln. Die müsst ihr in Wasser auflösen, bis die richtig volle Kanne aufgequollen sind. Und dann könnt ihr damit hier mit der Mine diese Wassergel-Dinger verschießen. Werde ich heute nicht machen. Ich werde heute testen, ob man damit auch 6 mm Bibis verschießen kann. Ganz zum Schluss, auch ganz cool, eigentlich ein Zeichen, dass man hier ein absolutes Starter-Kit an der Hand hat, haben wir noch gleich passend den Stolperdraht dabei. Hier schön auf dieser Spule mit dem Griff kann man also hier schön den Stolperdraht ziehen und danach auch wieder aufrollen. Richtig coole Geschichte. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Nachbau, erzähle ich euch noch ein bisschen was über die echte Claymore.
Die M18-1 ist wirklich eine der bekanntesten Minen schlechthin, der Entertainer überhaupt. Gerne in Computerspielen eingesetzt, aber auch in Blockbustern und Serien kann man hier diese Mine im Einsatz sehen. Sie wurde 1963 entwickelt und ich habe persönlich zum ersten Mal Kontakt mit dieser Mine gehabt, also nicht so Kontakt, sondern in Form einer Serie, die in den 70ern rauskam und die ja eigentlich ja mich auch ein bisschen geprägt hat. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen gibt, der diese Serie hier kennt. CI5, die Profis. Bodie und Doyle im Kampf gegen das Böse war eine Wahnsinnsserie aus England, die mich richtig, richtig begeistert hat. Das Besondere an dieser Serie war auch, dass dort Waffen gezeigt worden sind, die halt cool oder state of the art waren. Also da wurden Sachen gezeigt, die man normalerweise in anderen Filmen gar nicht sieht. Vielleicht in einem Blockbuster, aber da konnte man sich eigentlich auf jede Folge freuen, weil da immer wieder irgendwas Neues kam. Unter anderem in einer Folge auch mal hier diese Mine vorgestellt. Im Deutsch wurde sie damals Säbelmine bezeichnet. Das hat sich bei mir so richtig eingeprägt, weil ich dieses Teil irgendwie cool fand. Wenn man im Internet nach dem Begriff Säbelmine sucht, findet man da rein gar nichts. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich nur eine falsche Übersetzung gewesen sein von Englisch in Deutsche, denn die M18A1 hat eigentlich den Begriff Claymore und Claymore bezieht sich wieder auf ein schottisches Schwert und ich denke mal, da kann wahrscheinlich so die Überleitung zu dieser Säbelmine geführt haben. Also das Teil heißt eigentlich Claymore. Ja, gucken wir uns mal die Funktionsweise an von dieser Claymore-Mine. Das ist eine sogenannte Richtungsmine, hat also keine Streuung um 360 Grad, sondern streut 60 Grad und zwar in die Richtung, wo Front Forwards Enemy steht. Also dieses Teil ist ausgerichtet hier Richtung Feind. Hat man extra gemacht, nicht dass man sich das fälschlicherweise andersrum einbaut. Einmal reingesteckt, haben wir hier hinten C4 Sprengstoff, im vorderen Bereich 700 Stahlrundkugeln mit einem Gewicht von 0,68 Gramm. Wenn das Ganze ausgelöst wird, hat es bei 50 Meter Abstand einen Radius von 60 Grad, eine Streuung 50 Meter in die Breite und in die Höhe 2 Meter, sodass die Wahrscheinlichkeit ist, ein Manzi zu treffen bei 30%. Die maximale Reichweite liegt bei der Mine bei 250 Metern, also nicht ohne das Ganze. Ausgelöst werden konnte das Ganze durch einen Stolperdraht, der angebracht worden ist. Sobald der Feind den Stolperdraht berührt, hat die Mine ausgelöst oder man konnte das Ganze auch mit der Funkfernbedienung machen. Die Variante, die ich hier in meinen Händen halte, die erste Variante hat ja die Infrarotsensoren zum Auslösen. Das hatte die Claymore nicht gehabt. Ja, das war alles, denke ich mal, was man so berichten konnte über die Real Steel. Machen wir weiter mit der Airsoft-Variante und schauen uns erstmal die Mine etwas genauer an. Die Mine an sich ist komplett aus Kunststoff gefertigt und der echten auch ganz gut nachgeahmt. Das Besondere hier an der Mine, die ich in meinen Händen halte, ist, dass es eine sogenannte abgedatete, verbesserte Version der alten M18-1 Airsoft-Minen sein soll. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Ich werde es nachher meinen Test selber persönlich rausfinden, ob mir die Mine zusagt oder nicht. Im Endeffekt waren die Minen, die es da vorher zu kaufen gibt, nicht so optimal, was die Haltbarkeit, die Funktion, die Reichweite angeht. Das soll hier eine überarbeitete Version sein, wo man halt ja von ausgeht, dass das Ganze besser funktioniert. Ja, ich kann nur sagen, der Kunststoff fühlt sich jedenfalls sehr hochwertig an. Das Besondere an der Variante hier mit der Infrarot-Auslösung ist, dass wir hier unten Metallfüße haben, die auch sehr, sehr stabil sind. Das Ganze kann man hier auch neigen, sodass man sich den Winkel hier einstellen kann, wie man möchte. Das Ganze hier auch mit Spitze, sodass man das gut ins Erdreich rammen kann und fixieren kann oder halt durch diesen Ständer auch normal aufstellen kann. Die Variante mit der Funkauslösung hat ja Kunststoffständer. Verstehe ich gar nicht warum, ist die gleiche Firma. Aber hier haben wir Kunststoffständer und da habe ich mir gedacht, wer weiß, ob das so gut hält. Daher habe ich mich zum einen auch hier für die Infrarot-Auslösung entschieden. So ist es. Die mit der Funkfernbedienung hat auch Infrarot, aber nur einen Sensor.
Die Variante hat hier zwei Sensoren, das soll halt noch ein bisschen akkurater und präziser auslösen. Gucken wir uns jetzt die Details und Funktionen an und ich habe mal die Miene auf die böse Seite auf euch gerichtet. Und das ist auch wichtig, denn wir gucken uns zunächst mal die Bibi-Zuführung an und da hat sich der Hersteller auch was einfallen lassen. Beim Schriftzug Front ist eine Klappe, die man nach vorne schieben kann, also nach oben schieben kann, und das gibt den Weg frei auf die Bibi-Einführung. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier ziemlich groß und auch schön eingeschrägt mit einer großen Öffnung, so dass man hier die Bibis ganz leicht von der Tüte aus reinschütten kann, ohne Probleme. Bei den älteren Minen war das so, dass hier nur eine kleine Öffnung war, wo man mit dem Speedloader hier die Bibis reinführen müsste. War ziemlich umständlich und die Geschichte, so wie es jetzt hier ist, finde ich eigentlich optimal, weil man da halt ganz schnell die Bibis einfüllen kann. Wenn ihr fertig seid, Klappe eigentlich nach unten schieben und die ganze Sache ist erledigt. Drehen wir das Ganze mal auf die Rückseite, gucken uns die nochmal an. Da haben wir hier das Batteriefach auch nochmal mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Aufschrauben, Deckel ab, Batterie rein, zuschrauben und fertig. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Ösen mit einer Befestigungsmöglichkeit, zum Beispiel, wenn ihr die Mine an einen Baum anbringen wollt. Oder an, ja, auch zum Beispiel an ein Fahrzeug, wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch anmachen. Da macht natürlich auch Sinn hier die Fernbedienungsversion. Dann könnt ihr nämlich von, wenn ihr im Fahrzeug seid und Feinde nähern sich dem Fahrzeug, draufdrücken und das Ganze auch damit auslösen. Und dann haben wir wie so eine Art Gürtelclip auch nochmal als Möglichkeit, die Mine zu befestigen. Drehen wir das Ganze nochmal nach vorne und gucken uns hier den oberen Bereich an. Da seht ihr hier diese zwei schwarzen Püppel. Das ist der Infrarotsensor und wie gesagt, im Unterschied zu der Version mit dem Auslöser haben wir hier zwei Sensoren, die noch exakter die Mine auslösen. Gucken wir uns gleich mal an, ab welcher Reichweite das passiert. In der Mitte haben wir hier den Sicherungssplint. In dieser Position ist die Mine gesichert, löst nicht aus. Um sie zum Auslösen zu bringen, müsst ihr den Splint einmal drehen in diese Position und dann könnt ihr den Splint abziehen. Jetzt ist die Mine sozusagen aktiv für den Stolperdrahteinsatz. Gucken wir uns den Splint an. Wie ihr sehen könnt, ein ganz kleines Plastikteil. Nur eine Frage der Zeit, bis ihr den verliert. Es gibt noch einen im Ersatz, aber ich würde euch empfehlen, guckt mal hier, da ist schon so ein kleines Loch vorgebohrt, dass ihr euch da eine Strippe ranmacht und das Ganze hier mit an die Mine befestigt, sodass ihr diesen Splint hier nicht verliert. Sollte es doch mal passieren, könnt ihr natürlich auch mit einem Metallstift das Ganze sichern. So, den Splint packe ich mal zur Seite und dann gucken wir uns mal die Geschichte mit dem Stolperdraht an. Im Lieferumfang ist ja hier schon diese Rolle mit dabei. Da wird das Ganze hier in diese Öse hier reingepackt. Wichtig ist natürlich, der Splint darf denn noch nicht so gezogen sein wie bei mir jetzt. Also ihr müsst erst die Strippe ziehen. Wenn der Stolperdraht gespannt ist, dann erst den Splint ziehen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, ich habe das jetzt mal schon alles vorbereitet. Denken wir mal, jetzt ist hier die Strippe dran. Wenn der Feind jetzt den Stolperdraht berührt, wird hier diese Öse nach vorne gedrückt und dann bam, springt das Ganze aus. Und dann haben wir gleichzeitig auch gleich mal einen Blick in die Mine, wie das Ganze funktioniert. Und da seht ihr, ist hier wie so eine Art Trampolin aufgebaut. Hier im Inneren schlummern ja die Bibis. Das Ganze ist ja hier reingedrückt. Und wenn die Klappe aufgeht, springt das Ganze aus. Und dann, wie einem Trampolin, werden dann die Bibis nach vorne geschleudert. Sozusagen dieses Trampolin ist der C4-Ersatz. Und statt Stahlkugeln kommen hier die Plastikkugeln rein. Das Ganze ist ja von der Seite her mit stabilem Kunststoff gefertigt. Der Stoff macht auch einen stabilen Eindruck, ist auch doppelt genäht und wir haben hier im Inneren auch sehr starke Federn, also hier ist richtig Druck drauf. Ich bin wirklich gespannt, wie weit die Bibis nachher fliegen. Hier an der Seite haben wir einen Kippschalter. Wenn ich den in diese Position drücke, wird der Infrarotsensor aktiviert. Jetzt können wir die Mine auch dazu benutzen, dass sie auf Bewegung reagiert. Das werden wir jetzt gleich als nächstes machen. Dazu klappen wir das Ganze wieder zusammen. Einfach reinklappen. So, genau. Man merkt eine Menge Spannung drauf. So reindrücken und dann zudrücken und jetzt ist das Ganze aktiviert. Aber Infrarotsensor ist immer noch nicht aktiv. Ich kann hier Fax machen. Ja. Löst nicht aus das Ganze. Wir müssen das Ganze erst scharf schalten. Ich drehe mal nach oben. Dann seht ihr hier eine LED. Wenn die blinkt, ist es für euch nur ein Zeichen, okay, ist auf Infrarot geschaltet, aber das Ganze ist noch nicht scharf.
Um die Mine scharf zu schalten, habt ihr hier an der Seite nochmal einen Knopf. Wenn ich da drauf drücke, wird die Lampe jetzt hier konstant rot leuchten und dann nach 8 Sekunden ausgehen. Ihr habt also 8 Sekunden Zeit, euch aus dem Gefahrengebiet zu entfernen. Und dann, wenn die Lampe aus ist, ist das Ganze scharf. Das werde ich jetzt mal machen. Ich muss mich dazu auch ganz ruhig verhalten. Ich darf die Mine jetzt nicht mehr bewegen. Dann. Ich darf auch nicht in Richtung Kamera zeigen, weil ich mich jetzt selber in der Kamera sehe. Darauf reagiert die jetzt total sensitive. Ich muss jetzt wirklich ganz ruhig sein und mal gucken, ob es klappt oder ob die Mine allein schon durch meine Bewegung auslöst. Also, ich drücke jetzt auf den Knopf. Jetzt leuchtet es rot. Ich drehe sie mal hier zur Seite und bewege mich jetzt nicht. So, ich nehme mal meine Hand. Bumm. Löst also ohne Probleme aus. Richtig genial. So, jetzt haben wir sozusagen die ganzen Details mal abgearbeitet. So, ihr seht, jetzt blinkt es auch wieder. Die Mine ist jetzt wieder bereit, wieder neue Bibis zu empfangen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geben wir ihr mal Bibis. Und die Bibis werde ich mir jetzt mal selber geben. Ich habe die Claymore jetzt mal im Garten positioniert, ohne 6 mm Bibis. Infrarotsensor ist aktiv. Ich begebe mich jetzt auf 10 Meter Entfernung und dann bewege ich mich immer mehr auf die Mine zu. Und dann bin ich mal gespannt, ab welcher Entfernung denn die Mine auslöst. Sicherungsspind gezogen. Knopf drücken und dann bin ich weg. Gedrückt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ungefähr 8 Meter. Ich wiederhole es nochmal. Jetzt werde ich mal nicht so viel Faxen machen, sondern mich einfach ganz normal bewegen, also wie so ein kleiner Spaziergang. Und Knopf gedrückt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also so ungefähr zwischen 6 und 7 Meter löst hier schon die M18A1 aus. Und ich denke mal, jetzt wird es Zeit. Jetzt gucken wir uns mal die Streuung an. Ich mache jetzt da mal ein paar Bibis rein und dann lasse ich mich mal ein bisschen besprenkeln. So, Mine ist platziert. Ich werde mich jetzt so ungefähr mit 3 Meter Abstand der Mine nähern. Die ist jetzt genau hier am Bildrand. Das Ganze lasse ich auch nochmal mit Zeitlupe laufen und dann bin ich mal gespannt, wie ich getroffen werde. Viel Spaß! Okay, hat funktioniert. Ich wurde getroffen, auch richtig ordentlich hier einmal im Halsbereich. Eigentlich die ganze Seite wurde getroffen. Ich bin ja mal gespannt, wie die Zeitlupenaufnahme aussieht. Gucken wir uns das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive an. Der Test von Nahen war schon sehr gut, also ich habe immer die volle Packung abgekriegt, genauso wie es sein soll. Schauen wir jetzt mal auf einer weiten Entfernung, was dann passiert. Ich gehe jetzt so ungefähr bei 10 Meter an der Mine vorbei. Die habe ich hier an dem Pfosten hinten angebracht. Ja, dann gucke ich mal, ob sie auslöst und wie viele Bibis ich abbekomme. Viel Spaß!
Sie hat ausgelöst, aber aufgrund der Entfernung war ich schon am Sensor vorbei und die Bibis sind an mir vorbeigeflogen. Ich denke mal, ich mache noch mal einen Test. Ich habe es gesehen, auch beim zweiten Versuch genau das gleiche. Die Mine hat zwar ausgelöst, aber ja etwas zu langsam, auch wenn ich mich langsam bewegt habe. Die Bibis sind hinter mir vorbeigefeuert. Also auf weiten Entfernungen eine einzelne Person zu treffen mit der Mine ist ja unwahrscheinlich. Ich denke mal, wenn man in einer großen Truppe unterwegs ist, wird der Erste die Mine auslösen und 2, 3, 4, die Leute dahinter, kriegen auf jeden Fall die Bibis ab. Das ist schon mal eine wichtige Information für euch. Also auf kurzen Entfernungen kein Problem, eine Person einzeln zu treffen, natürlich auch mehrere. Ist dann eine schöne Sache, zum Beispiel im Gebäude, um einen Raum zu sichern. Da funktioniert das Ganze sehr gut. Auf weitläufigen Terrain, auf einer größeren Entfernung, wenn dann die Mine auslöst, einzelne Personen eher, große Truppenverbände. Kommen wir zum letzten Test. Mine, Stolperdraht. Ich bringe den Stolperdraht jetzt hier an dem Biertisch an, positioniere die Mine da hinten am Zaun und dann werde ich auch so ungefähr bei 10 Metern Entfernung den Stolperdraht auslösen und dann werde ich mal sehen, ob ich dann getroffen werde. Yeah. Also mit dem Stolperdraht ohne Probleme werde ich getroffen auf 10 Meter. Ich hoffe, wir gucken uns das nochmal in der Zeitlupe an, aber ich habe auf jeden Fall mehrere Treffer auf dem Rücken und auch auf den Beinen abbekommen. Okay. Ich denke mal, ich habe genug Bibis hier im Garten verteilt. Sieht aus wie, wie auf einem Airsoft-Gelände. Ich denke, meine Frau kriegt die Krise, wenn sie den Garten sieht. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Machen wir weiter mit meinem Fazit und der Kaufempfehlung hier von der Claymore, die eigentlich normalerweise nur für Wassergelkugeln gedacht ist. Also erstes Fazit, auch für 6 mm Bibis kein Problem hier mit der Claymore zu arbeiten. Ich habe 0,2 Gramm Bibis verwendet und die sind auch über 10 Meter gekommen. Ich wurde sogar auch getroffen. Wenn ihr leichtere Bibis nehmt, fliegt das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter. Erstes Fazit, wenn ihr nur eine einzelne Person mit der Mine treffen wollt, dann muss die Person in einem Abstand von maximal 4 bis 5 Meter an der Mine vorbeilaufen mit dem Infrarotsensor, dann kriegt er auch die volle Packung ab. Habt ihr ja gesehen, wurde schön besprenkelt mit den Teilen. Auf weitere Entfernung, 10 Meter, ist es schon ein bisschen schwieriger, eine einzelne Person damit zu treffen. Da können die Bibis auch mal dran vorbeirauschen, weil halt ja die Geschwindigkeit, wann die Bibis hier von der Mine starten und dann 10 Meter ankommen, da kann die Zielperson schon lange dran vorbei sein. Da ist die Mine eher mehr geeignet, wenn ihr einen Trupp damit treffen wollt. Die erste Person löst die Mine aus und die Person dahinter kriegen dann die Packung ab. Oder ihr verwendet einen Stolperdraht, habt ihr auch gesehen, dann löst die Mine exakter aus und genau dann wird auf eine einzelne Person getroffen. Also auf jeden Fall, wenn ihr auf Nummer sicher sehen wollt, kürzere Entfernungen, auf jeden Fall wird getroffen, weitere Entfernung, da ist das schon so eine
50-50-Geschichte. Ansonsten habt ihr gesehen, funktioniert die Mine einwandfrei. Ich habe jetzt bis jetzt keinerlei Probleme gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Schuss ich jetzt hier im Garten verteilt habe. Die Mine funktioniert immer noch einwandfrei. Ich finde für 50 Euro eigentlich gar nicht mal so schlecht. Für 60 Euro bekommt ihr jetzt noch den Klicker mit dazu, auch mit Infrarotsensor. Hätte ich jetzt eigentlich gerne auch noch mal getestet, wie der Infrarotsensor jetzt bei der Version funktioniert. Aber ich habe mich jetzt nun für die entschieden. Ich denke mal, also meine Kaufempfehlung ist, ich denke mal, nimmt man doch das mit dem Klicker nochmal, dann seid ihr wahrscheinlich auch auf der sicheren Seite. Das war es von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde jetzt im Anschluss nochmal so eine kleine Slow-Mo-Geschichte nochmal von der Mine hier mal zeigen, weil das ist absolut faszinierend. Das muss ich euch noch geben. Ich höre jetzt auf. Ich werde jetzt nämlich zum See fahren. Es ist richtig warm draußen und eigentlich verrückt, ein Review bei den Temperaturen zu machen. Da muss man eigentlich normalerweise baden gehen. Und das mache ich jetzt auch. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bleibt mir schön gesund. Bis dann. Euer Bruce. Und großer Dank geht nochmal raus an die Firma Tactical X-Men. Und jetzt Zeitlupen-Action. Mach's gut.